Die drei von der Tanke haben einen Haushalt präsentiert. Ich würde eher sagen, die Besoffenen der Ampel haben einen Haushalt gezimmert im Hinterzimmer der Kneipe am Wochenende. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Auch Ausländer sollen jetzt weniger Steuern bezahlen, wenn sie neu in unser Land kommen. Sie sind total wahnsinnig, Leute, und sie hassen uns Deutsche. Mehr kann man dazu nicht sagen. Sie hassen danach uns Junge. Denn man hat wieder groß für die ältere Generation hier beschlossen. Und wer das Ganze zahlen soll am Ende, völlig irrelevant, Leute, völlig irrelevant. Aber kommen wir mal zurück zur ersten These des neuen Haushalts, dass sie das hier unter Alkoholeinfluss getätigt haben. Normalerweise wird immer mal den Journalisten gesteckt, welche Speisen denn präsentiert werden im Kanzleramt. Und öfters mal gibt es auch ein Glas Wein oder eine Flasche Bier. Wenn wir jetzt allerdings davon ausgehen, dass sie ohne Alkohol zu sich zu nehmen in diese Verhandlungen gestartet sind, so kann man festhalten, dass Schlafforscher herausgefunden haben, wer 24 Stunden ohne Schlaf ist, der verhält sich wie jemand, der 0,8 Promille Alkohol im Blut hat. Und da alle drei hier nicht geschlafen haben, haben wir hier die drei Alkoholiker von der Ampel beim Beschließen ihres Haushaltes und an Dreistigkeit nicht zu überbieten, geht Olaf Scholz am Ende unrasiert vor die Presse, obwohl er ein Badezimmer im Kanzleramt hat, wo sein Rasierer liegt. Und er sagt noch, Schlaf wird überbewertet. Ein Schlag ins Gesicht für alle, die sich zum Beispiel an Lenk- und an Ruhezeiten im Straßenverkehr halten sollen, beziehungsweise die Arbeitszeitschutzgesetze, alles für den Eimer, wenn man Olaf Scholz glaubt, Schlaf wird überbewertet. In meinen Augen gehören solche Nachtsitzungen verboten, alleine weil wir wissen, dass das Wirkungen hat, wie wenn man Alkohol zu sich nimmt. Und wenn man sich das Ergebnis präsentiert, was sie uns hier als Haushalt verkaufen wollen, dann kann man auch nur zu dem Schluss kommen, ja, sie waren eindeutig besoffen dabei. Denn nüchtern kann man diesen Haushalt alles aber nicht ertragen. Es geht um ausländische Fachkräfte, die jetzt weniger Steuern zahlen sollen als Deutsche. Ich hatte das hier schon mal auf dem Kanal, hat sich kaum einer angeschaut. Es geht um einen Vorschlag der FDP schon von Ende März. Die ersten drei Jahre, die ein Zuwanderer zu uns kommt, bekommt er Rabatt auf die Einkommenssteuer. Im ersten Jahr 30, im zweiten Jahr 20 und im dritten Jahr 10%, und zwar steuerfreier Bruttolohn, Leute. Das heißt, bei 100.000 Euro Gehalt kriegt er 30.000 Euro brutto wie netto und für die anderen 70.000 wird dann das normale Steuergesetz angewandt. Das ist asozial, Herr Lindner. Das ist ungerecht. Wenn das wirklich so kommt, ich beteilige mich sehr gerne an jeder Klage, die das nach Karlsruhe trägt und sagt, das ist verfassungswidrig. Das nächste, kommen wir mal zu euren Bonusdingern für die Rentner. Es geht jetzt hier darum, wenn Rentner freiwillig länger arbeiten, als sie müssten, was sie für Benefits machen können, damit das attraktiver wird. Jetzt wollen sie den Arbeitgeberanteil der Sozialversicherungen auszahlen netto. Das heißt, den Arbeitgeberanteil an der Krankenversicherung, an der Arbeitslosenversicherung und an der Rentenversicherung wollen sie auszahlen. Ich halte das für den völlig falschen Weg. Wenn ein Rentner weiterarbeitet, dann hat man ihn über die Einkommenssteuer zu entlasten und sonst nirgendwo. Auf den Zusatzlohn des Rentners muss Krankenkasse fällig werden. Ich zahle auch auf alle meine Einkünfte Krankenkasse, und zwar 1.080 Euro im Monat. Es kann nicht sein, dass dann der Rentner nur auf seine Rente Krankenkasse bezahlt und den Rest steuerfrei bekommt. Das ist ebenfalls ungerecht. Ich weiß, die Rentner sehen das anders, aber es ist ungerecht. Genauso, der Rentner soll doch, wenn er in der Rente ist und weiter arbeitet, wenigstens weiter in die Rente einzahlen und damit jeden Monat seinen Anspruch erhöhen. Dann muss die Rente zwar neu berechnet werden, aber dann hat er was davon. Dann hat er wirklich was davon. Wir müssen das über die Einkommenssteuer entlasten und sonst nicht über die Sozialversicherungen, denn das zahlen wir junge Leute wieder. Jetzt kommt nämlich das Nächste. Sie wollen Überstunden ab der 40. Stunde auch steuerfrei stellen, wo ich mir die Frage stelle, okay, ich bin jetzt Geschäftsführer meiner GmbH. Ich kann ja sagen, ich arbeite 30 Stunden oder ich arbeite 50. Ich bin ja mein eigener Chef. Wer soll das denn prüfen? Gilt das überhaupt für mich? Bin ich denn als Geschäftsführer, wenn ich Überstunden mache, auch damit gemeint, dass ich die hier steuerfrei machen kann? Wenn nicht, haben wir wieder eine krasse Ungerechtigkeit im System. Das, was aber die meisten von euch wahrscheinlich interessieren wird, ist die Streichung der Steuerklassen 3 und 5. Sie schaffen es einfach ab. Und das Problem ist, es gibt in diesem Land verschiedene Lebensmodelle, die darauf aufgebaut sind, dass die Frau ein Leben lang auch in der Rente die Steuerklasse 5 behält.
Und jetzt nimmt man es den Leuten unterm Hintern weg. Das geht nicht. Sie haben keine Überbrückungslösung, keine Kulanzlösung hier angekündigt, sondern sie wollen das einfach streichen. Ich bin da ebenfalls der Meinung, wir sollten die Steuerklassen generell reformieren. Wir brauchen eine Steuerklasse für alle, egal ob verheiratet oder nicht, egal ob Kinder oder nicht. Und dann bauen wir Faktoren ein in diese Steuerklassen, so wie es die Polen gemacht haben. Jedes Kind erhöht drastisch den Steuerfreibetrag. In Polen ist es so, mit dem Durchschnittseinkommen und 4 Kindern zahlt man noch 1, so viel Prozent Einkommenssteuer. Keine 42 wie bei uns. Das wäre ein Modell. Aber nein, sie machen hier dann die Steuerklasse für Ledige, eine für Alleinstehende, dann jetzt eine für Eheleute und dann noch die Lohnsteuerklasse 6 für alle, die freiwillig dazu arbeiten. Und da haben wir schon das nächste Problem. Sie wollen die Überstunden ab der 40. Stunde steuerfrei stellen, aber der dritte Nebenjob weiterhin Lohnsteuerklasse 6 versteuern. Leute, das ist Stückwerk, was ihr hier an den Tag legt. Außerdem fehlen im Haushalt für nächstes Jahr 16 Milliarden Euro. Da hofft man darauf, dass einfach noch von diesem Jahr Geld übrig bleibt, was nächstes Jahr zurückfließt. Es ist also ein nicht ausgeglichener Haushalt. Es sind offene Posten von 16 Milliarden Euro enthalten, demgegenüber keine Einnahmen stehen. Und das, soll mal einer sagen, wäre ein solider Haushalt. Leute, dann sagen Sie 5 Euro mehr Kindergeld. Und da sage ich, Leute, danke, ich kriege jetzt 120 Euro mehr im Jahr dann Kindergeld. Und sage ganz ehrlich, das ist absoluter Schwachsinn. Ich finde, das Kindergeld ist generell eine fragwürdige Konstruktion, wie das hier läuft. Aber jetzt geht ihr hin und erhöht für Millionen von Menschen das Kindergeld um 5 Euro pro Kind. Es ist ja witzlos, bei 250 Euro monatlich Kindergeld 5 Euro erhöhen, könnt ihr euch prozentual ausrechnen. Was sind das? 2%. Ja, 2% wird es erhöht. Dafür jetzt diesen bürokratischen Aufwand machen. Es werden jetzt in allen Familienkassen dann die Überweisungen geändert. Dann gibt es ganz viele Leute, die sind steuererklärungspflichtig, die müssen ihr Kindergeld angeben bei der Steuer, wie ich auch. Und dann wird geprüft, ob der Kinderfreibetrag, also die günstige Prüfung gemacht am Ende. Aber jetzt wird hier ein riesen Aufwand betrieben, weil sich die Summe am Ende des Jahres um 120 Euro verändert, dafür, dass wir aber alle davon nicht reicher werden. Ja? Also wie wäre es mal, wir würden statt das Kindergeld zu erhöhen, die Mehrwertsteuer auf Kinderprodukte senken. Ja? Runter auf 7 zum Beispiel. Pampers 19% Mehrwertsteuer. Kinderwagen 19% Mehrwertsteuer. Kinderbett, Kindermöbel 19% Mehrwertsteuer. So geht das Spiel immer weiter. Babynahrung 7%. Aber bei den Tampons haben sie es für die Frauen gemacht, ja, die Mehrwertsteuer gesenkt. Wann machen sie es mal für die Kinder? Hört auf, das Kindergeld zu erhöhen, streicht es lieber und setzt die Kosten für Kinderprodukte nach unten. Könnt ihr 12% direkt machen über die Mehrwertsteuer, ist nur so ein Vorschlag. Da muss nämlich sonst keiner was machen. Aber wer bin ich schon, hier Tipps zu geben? Wie sagten Sie, die große Offensive für sozialen Wohnungsbau, 4 bis 5 Milliarden pro Jahr wollen Sie jetzt geben, um sozialen Wohnraum zu bauen. Kurzer Funfact am Rande, wir geben pro Jahr über 40 Milliarden Euro Wohngeld aus. Würde man die Ausgaben für das Wohngeld, statt sie ins Wohngeld zu investieren, in sozialen Wohnungsbau investieren, hätten wir schon krass viele Sozialwohnungen auch auf gehobenem Standard. Da Sie uns aber hassen, habt ihr ja gesehen, die FDP will jetzt Steuerrabatt für Ausländer. Wie sie das mit dem Diskriminierungsverbot und mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz hier in Einklang bringen wollen, ist mir ein Rätsel. Ja, Steuerrecht ist zur Lenkungswirkung etwas da und gedacht, aber bei der Einkommenssteuer jetzt Rabatte geben aufgrund der Staatsbürgerschaft, also das will ich sehen, dass Karlsruhe sagt, das ist keine Diskriminierung von Inländern. Das will ich sehen. Also dann gehe ich auch raus und komme wieder zurück und sage, ich hätte gern 30% Nachlass. Also am besten, ich gehe mit meiner Firma nach Panama, nach Costa Rica, da kann ich das ganze Geld hier brutto wie netto einkassieren und der deutsche Staat sieht davon nichts, aber dafür ist wohl das Sparbuch noch zu klein. Muss ich noch ein paar Videos machen, aber auf ewig diesem Staat dieses Steuergeld in den Hals werfen? Nee, nicht, wenn sie es so ausgeben wie jetzt. Ja? 40 Milliarden Wohngeld, 4 Milliarden Wohnungsbau. Ich würde das andersrum drehen. Wir streichen das Wohngeld zusammen. Ja, das Geschrei wäre dann groß. Und wir bauen dann im Bauturbo einfach mal die ganzen Sozialwohnungen, die fehlen. Was meint ihr 2 Jahre lang dieses Geld? Das sind 80 Milliarden Euro, was ihr dafür für Bauvolumen tätigen könnt in diesem Land. Aber wer bin ich schon, hier Tipps zu geben? Ich denke, du hast deine ganz eigene Meinung über diesen Haushalt und diese Clownstruppe von Regierung, die meinen, Schlaf wird überbewertet. Dabei ist Übernächtigung
Das gleiche, wie wenn man Alkohol konsumiert. Lkw-Fahrer haben Ruhezeiten, alle haben Ruhezeiten, alle haben Arbeitszeitschutzgesetze. Nur die Politiker, sie halten sich für was Besseres. Sie fliegen ja auch von Frankfurt nach Luxemburg nach einem Fußballspiel in der Vorrunde. Jetzt sind wir raus, keine Flüge mehr für Annalena Baerbock. Schade, schade, fliegt sie halt ins Ausland und verteilt wieder unser teuer Geld. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere den Kanal, abonniere auch Telegram. Und bleibst du immer auf dem Laufenden und schreib mir mal einen Kommentar, ob ich heute Abend euch die Reaktion der türkischen Fans in Berlin wieder als Livestream präsentieren soll. Damit bis bald.